Yo, servus, willkommen zu einer neuen Runde Baphomets Fluch Let's Play mit mir, MC Wuragu. Ja, wir sind in der letzten Folge ein wenig gestorben, rest in peace, aber nicht so wild, ich hatte vorgesorgt. Wir laden ja kurz den Spielstand. Damit befinden wir uns wieder im Museum. Dort starten wir unser Ablenkungsmanöver, indem wir kurzerhand... Vorsicht! Lassen Sie das Fenster zu, Monsieur. Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als zu schnell? Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen? Nicht nur das, Monsieur, aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburgerbude aufgemacht. Zum lachenden Büffel. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen. Darum halte ich die Fenster verschlossen. Okay, aber das Fenster ist ja noch offen. Merkwürdige Ansprache. Naja, lachender Büffel. Also wenn ich mal ein Burger-Restaurant aufmache, nenne ich das auch zum lachenden Büffel. Wir verstecken uns, wie auch beim ersten Versuch, in dem schicken Sarkophag und warten die Nacht ab. Es werde Nacht. Jetzt. Hallo, Nacht. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Ja, der Wachtmeister schlendert heraus und wir sind gleich alleine in dem Museum. Sozusagen nachts im Museum. Nur hier wird nichts lebendig, sondern hier kommen die Ganoven. Ja, George... Hörst du schon Geräusche? So, unsere Freunde Flap und Guido. Ja, da sind die beiden. Das Wiesel und der Yeti. Wir trauen uns jetzt heraus. Hey, Guido, guck dir das an. Ja. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. So, der Trick ist nun der, wie wir wissen, ist dieser Totem ein wenig instabil und wir benutzen ihn. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Einmal kurz dran wackeln. Oh, wer ist das? Zorro? Lief zwar nicht ganz so wie geplant. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Aha. Du meinst... Der nette James Bond-Zauberverschnitt war? Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und ich würde eher sagen, sie sah ein bisschen aus wie... Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Nicole in einem... du nicht versuchen, den Edelstein auf das Dreibein zu schwarzen... Ich denke, ja. Anzug, das wär's doch. Aber wir haben das Dreibein inklusive des Steins komplett. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Ja, ist mir ein Rätsel, wie der George es schafft, so ein Dreibein in seine Jackentasche zu stecken, ohne dass es ausbeult. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder?
Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Aha. Ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Okay, wir haben jetzt das schicke Dreibein in unserem Besitz, den Edelstein und die Rolle. Mal sehen, ob wir uns mehr Informationen, danke André, für diese Rolle haben. Ich hoffe schon. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Ich habe ja eine Vermutung, was das bedeutet. Waren ja in Montfaucon und da hatten wir die eine Steinrolle, die wir durchschauen konnten. Und ich denke mal... Okay, ich sehe dich später. Das, was der Ritter in der Hand hält, das brauchen wir, um das Geheimnis mit dem Kirchenfenster zu lösen. Wir gehen erstmal weiter. Momentan stehen wir ein wenig auf den Schlauch, dadurch, dass wir nicht genau wissen, wohin. Deswegen schlage ich vor, wir schlagen uns mal weiter durch Paris. So. Welche Möglichkeiten haben wir hier noch? Ich denke mal, wir können uns nochmal vielleicht bei Montfaucon umschauen, ob wir dort mehr Indizien finden. Ah! Jetzt gibt es hier eine neue Möglichkeit. Wir haben einen jonglierenden Clown. Dem DB Zuschauer. Hey, zuschauen. Du da mit den Bällen. Ui? Ja, Frau. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na, das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. Aero-Ballett, in den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben sie getan? Ja. Sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Ja, so viel zum Thema Werfen. Das ist ja nichts ordinärer Werfen, aber wir fragen einfach nochmal nach dem Werfen. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann's ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Ja. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Okay, wir hätten noch die Option der Tempelritter. Das werden wir wahrscheinlich ausschöpfen. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine im Jahre 1314. Kommt uns hey, doch... Hey, solide Bildung für einen Jongleur. Kommt mir auch sehr bekannt Monsieur, vor. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Tja, okay, wir machen hier noch einen Schauen auf Sie mal, eine rote Nase. Ah, Sie sind ein Clown? Clown? No. Dann wären Sie wohl auch ein viel besserer Jongleur. Einen Moment lang tanzt eine Idee knapp außerhalb des Scheinwerferkegels meiner Aufmerksamkeit. Doch bevor ich mich auf sie konzentrieren kann, fällt sie in den Gully. Es wäre ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. Tja, George, wann hast du Skrupel? Ich denke mal, viel weiter kommen wir erstmal mit dieser Dialogoption. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nicht. No.
Okay. Bis irgendwie später. Müssen wir den Clown davon weglocken, damit Tackchen. Damit der Sergeant sich entfernt. Ui, was wollen Sie diesmal? Schauen Sie mal, eine rote Nase. Wie Sie sagen würden, wuppdidu. Okay, das hilft uns so nicht groß weiter. Können wir noch mit den Zuschauern reden? Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. So richtig haben wir auch nicht die Lust. Die Frage ist, wie kommen wir weiter? Mit dem Zuschauer können wir nicht reden. Können wir mit den Sergeanten reden? Vielleicht hilft er uns weiter. Hallo, Wachtmeister. Hallo, Monsieur. Hier haben wir eine neue Option. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, über den Jongleur zu reden. Was halten Sie von dem Jongleur? Ah, er ist einfach excellent. Sehr unterhaltsam. Na, aber er blockiert doch die Straße und bildet ein Verkehrshindernis. Ja und? Er ist amüsant, der Verkehr nicht. Wenn er den Verkehr blockieren will, wer bin ich denn, dass ich ihn aufhalte? Sie sind ein Polizist. Ah, oui, das bin ich. Ja, genau. Ja, die Frage ist nur, welchen Verkehr war hier? Weit und breit sind hier nirgendwo Autos zu sehen. Ist halt die Frage, welchen Verkehr er hier blockiert. Aber wir fragen einfach mal weiter, was uns der liebe Sergeant noch über den Jongleur erzählen mag. Sie werden also nichts unternehmen wegen dem Kerl? No. Er hat wahrscheinlich nicht mal eine Genehmigung. Ah, eine Genehmigung. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Was werden Sie also unternehmen? Sobald ich wieder im Revier bin, werde ich das sofort überprüfen. Im Revier? Warum fragen Sie ihn nicht einfach? Soll ich etwa seine Konzentration stören? Für was für einen Barbaren halten Sie mich eigentlich? Ja, ich glaube, nach den drei brauchen wir nicht fragen. Okay, ja. Machen wir halt so mal die Clownsnase, weil wir haben uns ja da eben gerade so ein bisschen zum Clown gemacht. Und immerhin scheint er ja Clowns zu mögen. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne sie schlecht jongliere... Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Das ist ja eine klare Logik. Mit Nase, Clown, ohne Nase, einfach nur ein Trottel. Monsieur. Ich werde hier sein. Tja, also da gehen wir nochmal zurück. Mal gucken, ob wir jetzt mit Nase jonglieren können wie ein Trottel. Tackchen. Oder eher wie ein Clown. Ui, was wollen Sie diesmal? Wir fragen doch mal, ob wir jonglieren können. Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Genau. Erlauben Sie mir es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Okay, mit und jetzt einer roten zu meiner Geheimwaffe. Ja, George, sieht super aus mit der roten Nase. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Ja, ein bisschen pissig, der Herr. Und geht wutschnaubend fort. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen, hey! Aber er hört mich. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm. Langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Jo, damit sind wir einen Schritt weiter. Aber das nutzen wir erst in der nächsten Folge aus vom Baphomets Fluch. Let's Play mit mir, MC Burago. Bis dahin sage ich Ade. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich gerne über Kommentare.